Selahattin Demirtas, HDP-Vorsitzender in der Türkei und Kurdistan, war zu Besuch in Wien. Aus diesem Anlass kritisierte Berivan Aslan, Nationalratsabgeordneter der Grüne und SPÖ-Clubchef Andreas Schieder, die fragwürdige Rolle der Türkei im Konflikt mit dem Islamischen Staat, den IS. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar, değerli yoldaşlarım. Als österreichischer Politiker ist es immer schwer, sich in die Innenpolitik von anderen Ländern einzumischen. Aber wenn Menschenrechte, wenn Demokratie, Freiheit und Frieden und das Zusammenleben gefährdet ist, dann muss man auch zu den Zuständen in anderen Ländern etwas sagen. Und im Fall der Türkei müssen wir auch ganz kritisch feststellen, dass, was in den letzten Monaten in der Türkei passiert ist, dass unter dem Titel, dass die türkische Militär IS-Terror bombardiert, in Wahrheit auch wieder kurdische Siedlungen bombardiert worden sind, ist ein Zustand, der nicht geht, der unerträglich ist und der aufs Schärfste zurückgewiesen gehört. Die vielen Frauenverbände der Kurdinnen, die gegen den IS-Terror kämpfen, die erfolgreich gegen den IS-Terror kämpfen. Und dafür gehört nicht nur die Unterstützung, sondern auch der Dank aller westeuropäischen Länder, dass die Kurden immerhin schauen, dass der IS-Terror nicht sich weiter ausbreiten kann und unsere volle Unterstützung in diesem Kampf auch gegeben werden muss. Wenn wir Frieden wollen, müssen wir auch in Europa darüber reden, dass die PKK endlich von der Terrorliste gestrichen gehört, Öcalan freigelassen gehört und der Friedensprozess weitergeht. Wir haben uns heute hier versammelt, um zu zeigen, um nochmal zu verstärken, dass wir keine Angst vor Rassismus und Faschismus haben. Dass wir keine Angst vor Diktatoren, autoritären Regime. Von den Flüchtlingen in Dreiskirchen angefangen, bis zu den Jesiden in Kurdistan. Wir haben alle genug Platz auf dieser Welt. Wir sind alle verantwortlich dafür, diese gute Welt enkeltauglich zu machen. Wir sollten unermüdlich im Einsatz für Frieden sein. Nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt, auch in Kurdistan. Ist es wichtig, dass die HDP in das türkische Parlament kommt. Weil die HDP war die einzige Partei, die es ohne Gewalt, ohne Waffen, ohne arabische Frühlinge, die HDP war die einzige Partei, die es nur mit demokratischen Mitteln das autoritäre Regime von Erdogan gebrochen hat.